Unsere Ferien sind vorbei, auch in vielen Bundesländern geht die Schule wieder los. Und ich hatte ja wirklich gehofft, dass wir diesmal nicht mit dem Thema Lehrermangel einsteigen müssen. Und was ist? Lehrermangel zum Schulstart. Lehrermangel. Der Lehrermangel. Lehrkräfte fehlen. Wir haben so einen Lehrermangel. Der Unterricht fällt aus. In Sachsen zum Beispiel sind die meisten neu eingestellten Lehrkräfte inzwischen Quereinsteiger. Man braucht praktisch keine Qualifikation mehr. Lehrerinnen oder Lehrer können im Prinzip alle werden. Also Freischwimmer oder Gabelstaplerschein reicht aus. Oder was weiß ich, Bahnschaffner. Die sind ja richtig überqualifiziert. Können erste und zweite Klasse. Aber den Schuldienst, wenn Sie wollen. Ja, wenn Sie wollen. Die Sache ist ja die, wir haben in Deutschland im Moment praktisch Vollbeschäftigung. Da ist die Frage, wer gibt denn einen guten Job auf, um Lehrerin oder Lehrer zu werden? Niemand. Also man kann im Prinzip nur Leute fragen, die jetzt nichts Besseres zu tun haben. Lothar Matthäus. Der könnte es machen. Sport und Sexualkunde. Der Job als Lehrerinnen und Lehrer ist anstrengend. Bildungsvermittlung ist anstrengend und schlecht bezahlt. Vor allem an den Schulen, an denen der Lehrermangel am größten ist. Grundschulen und Berufsschulen. Dazu kommt die Tatsache, dass sich angestellte Lehrerinnen und Lehrer im Sommer oft arbeitslos melden müssen. Ist ja auch eine Unverschämtheit, ja? Lehrer müssen jobben gehen. Ja, ich war letztens in der Kneipe, da hat ein Lehrer gekellnert. Ich habe es gemerkt, weil er wirklich alle 10 Minuten zu uns an den Tisch kam. Hört auf zu quatschen, sonst setze ich euch auseinander. Und dann ist ja Bildung in Deutschland Ländersache. Und die Bundesländer werben sich gegenseitig die Lehrerinnen und Lehrer ab. Dieses föderale System, ich meine, es mag seine Vorteile haben, hier ist es doch ein großes Problem. Ja, 16 Bundesländer mit eigenen Bildungspolitikern, die quatschen alle mit. Unsere Bildungsministerin Anja Karliczek wollte das Problem eigentlich angehen. Anja Karliczek von der CDU, ja, sie, wie soll man sagen, sie ist, ich will ihr nicht zu nahe treten, sie kommt im Kabinett jetzt nicht so richtig mit dem Stoff, habe ich das Gefühl. Also, man kennt den Fall, wenn die Eltern irgendwann sagen, oh, ob das richtig war, Bundeskabinett, vielleicht auch doch eine Überforderung. Also akut versetzungsgefährdet, würde ich sagen, Anja Karliczek. Versucht immer abzuschreiben bei der Klöckner, die stellt das Mäppchen hoch. Also Anja Karliczek, so stelle ich mir das vor. Ja, Anja Karliczek, unsere Bildungsministerin von der CDU, hat vor über einem Jahr beschlossen, dass es einen nationalen Bildungsrat geben soll. Also, dass die Länder mal gemeinsam an einem Strang ziehen. Und was hat sich getan? Der Bildungsrat hat sich noch nicht mal getroffen. Es steht noch nicht mal fest, wer da drin sitzen soll. Also wenn man in der Schule so wenig Leistung zeigt wie Frau Karliczek, dann müssen normalerweise eigentlich mal die Eltern kommen. Es gibt noch keinen nationalen Bildungsrat. Was ist denn da los? Wie kann denn das sein? Funktioniert die WhatsApp-Gruppe nicht? Ich stelle mir das so vor. Karliczek hat doch wahrscheinlich einen WhatsApp-Chat. Ja, hat sie da eröffnet, direkt nach den Koalitionsverhandlungen 2018, hat sie in die Gruppe geschrieben, hi Leute, hab gelesen, dass wir einen nationalen Bildungsrat wollen, spreche deshalb mal mit der Bildungsministerin. Dann ein Jahr später, ups, das bin ja ich, hat einer Bock auf ein Treffen. Bayern meldet sich, wir haben gerade keine Zeit, hier ist bald Oktoberfest. Bremen, Bildungsgipfel hört sich gut an, kennen uns aber nicht so gut aus, was sind Gipfel und was ist Bildung? Baden-Württemberg, Anfragen auf Hochdeutsch beantworten wir nicht. Hessen fragt, was passiert denn beim Bildungsgipfel? Karliczek, da treffen sich Leute aus allen Ländern und quatschen. Sachsen, wir sind raus, wir treffen hier nicht gern Leute aus anderen Ländern. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen meldet sich, egal wann können nicht kommen, müssen unsere Kinder von der Schule abholen. Unterricht fällt aus. MacPom, hallo Leute, worum geht's? Haben gerade das Internet bekommen, haben wir was verpasst. Karliczek sagt, wir suchen Experten, die sich mit den Bedürfnissen von jungen Menschen auskennen. Hamburg, kein Problem, hat jemand die Nummer von Justin Bieber. Thüringen kommen nur, wenn wir am meisten Geld kriegen. Hier wird es immer schlimmer, seit die Mauer weg ist. MacPom, die Mauer ist weg. Scheiße, wir haben doch was verpasst. Es ist das reinste Chaos. Föderalismus at its worst. Es gibt nach wie vor 16 verschiedene Varianten, wie man in Deutschland Abitur machen kann, welche Prüfungen man da braucht, in welchen Fächerkombinationen man nach wie vielen Jahren diese Prüfung ablegen muss. Es gibt nicht mal ein Abi-Vergleichsportal, Karliczek24. Ja? Man begreift es überhaupt nicht. Es sind in verschiedenen Bundesländern verschiedene Taschenrechner für das Abi zugelassen. Es gibt in einigen Ländern einsprachige Wörterbücher, in anderen zweisprachige Wörterbücher, die zugelassen sind fürs Abitur. Es gibt natürlich G8 und daneben auch G9. Viele Bildungsforscher sagen, wer die Regelungen zum Abitur in Deutschland versteht, sollte es deswegen automatisch auch kriegen. Ja, also spielend einfach ist das alles nämlich nicht.
Jetzt neu. Oh no, Abi. Spiel dich zum Abitur in Deutschland. Und das mit den verrücktesten Regeln der Republik. Neun, Sachsen. Gymnasium Schillerstraße in Zwickau. Ja super, da muss ich nur 8 Jahre bis zum Abitur machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niedersachsen. Oh, da muss ich 9 Jahre bis zum Abi machen. Ja, und darfst beim Mathe-Abi nicht mal einen Taschenrechner benutzen. Ja, super. Politisches Ereignisfeld. Oh, Regierungswechsel in Schleswig-Holstein. Das G8-Abitur wird wieder abgeschafft und durch G9 ersetzt. Setze 1 Jahr aus. Oh, Mann. Erlebe die unfairsten Unterschiede. 9, Scheiße. Gehe nach Bremen, begib dich direkt dorthin. Ziehe keine Bildung von irgendwo anders ein. Scheiße. 3, 4, 5, 6. Gymnasium in Berlin, da krieg ich das Abi hinterhergeworfen. Ja, das sieht man aber auch an den Leuten, die bei euch die Flughäfen bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schlossallee München, Leute. Bayern, da gibt's die beste Bildung. Oh. Dafür hast du da aber auch das schwerste Abitur. Ich sag mal, ciao, Medizinstudium. 1, 2, 3, 4. Bundesbildungsministerin Karliczek spricht sich für das Zentralabitur aus. Die Kultusminister laufen Sturm. Drehe das komplette Spielfeld auf den Kopf und würfle aus politischem Kalkül wieder alles durcheinander. Zum Scheißspiel. Oh no, Abi. Das verrückteste Bildungsspiel der Republik. Jetzt auch in Ihrem Bundesland. Ein Film von Max Engel und Henning Nasse. Dieses föderale System sorgt auch dafür, dass in Deutschland verhältnismäßig wenig Geld für Bildung ausgegeben wird. Ja, Bildung ist Ländersache und Bildung und Wissenschaft gehören eben zu den wenigen Bereichen, in denen die Länder überhaupt eigenverantwortlich sparen können. Deutschland liegt im OECD-Vergleich bei den Ausgaben für Bildung in unteren Drittel. Also prozentual gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt Deutschland hier. Platz 35 im unteren Drittel oder wie deutsche Schüler sagen würden, ein Drittel, das sind ja fast 20%. Ja. Und diese Unterfinanzierung spürt man auch allein die baulichen Mängel. Ich meine, das merkt man, und man geht ja nicht in eine Schule rein und denkt, oh, das ist aber hier wertschätzend, ja, das ist wichtig, hier wird investiert. Nein, es gibt inzwischen eine allgemeine Schulpflicht, die gibt es natürlich schon lange, demnächst, sage ich Ihnen, gibt es auch eine allgemeine Helmpflicht für Schülerinnen und Schüler. Es besteht an deutschen Schulen ein Sanierungsbedarf von insgesamt 34 Milliarden Euro. 1 Milliarde wäre wahrscheinlich allein dafür nötig, die Klos zu putzen. Und der Schimmel in vielen Klassenzimmern ist inzwischen so alt, der ist selbst schon schulpflichtig. Schulfilmklassiker würden heute auch ganz anders heißen. Die Rohrzangenbowle. Und auch bei der Chancengerechtigkeit sieht es immer noch schlecht aus. Bei gleicher Leistung bekommen Kinder aus Akademikerfamilien 3-mal häufiger eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus Arbeiterfamilien. Wohlhabende Eltern schicken ihre Kinder ja auch immer häufiger auf Privatschulen. Die Zahl der Privatschulen hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht. Das heißt immer, ja, da können ja alle hin. Ja, aber diese Privatschulen werden meistens von Fördervereinen getragen. Und die suchen sich natürlich am liebsten besonders reiche Eltern aus. Die Wohlhabenden sind dann unter sich. Es gibt Privatschulen, die nehmen im Biounterricht nur noch 2 Tiere durch. Auster und Hummer. Wie ernst ist es, meine Damen und Herren? Wie ernst es tatsächlich ist, das sieht man daran, dass es eine ganz neue Reklamedition gibt mit Titeln passend zum Zustand des deutschen Bildungssystems. Zum Beispiel hier über verzweifelte Referendare, die Leiden des jungen Lehramtsanwärters. Über alte Lehrer, die weiter unterrichten müssen, Nathan der Greise. Und über den ewigen Streit zwischen den Bundesländern, Randale und Hiebe.